herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünwälder Land. Ja, Erntezeit mal wieder. Schick schön. Gibt hoffentlich genügend Geld. Kann mal reingucken in die Preisübersicht. Raps gibt gerade 700, knapp 800 beim Aldi. Das ist schon mal ganz gut, glaube ich. Warte mal. Okay, haben wir noch ein bisschen Platz im Korntank. So, der Plan geht gerade im Moment eigentlich ziemlich gut auf. Der Franz, der arbeitet im Wald, kann die Produktion befeuern. Ich bin jetzt hier am Feld. Ich glaube, so sind wir ganz schlagkräftig aufgestellt und können auch gut Geld verdienen. Müssten nur überlegen, also das Feld, die Pacht von dem Feld läuft ja jetzt auch schon wieder aus, weil zwei Ernten sind dann mit der nächsten Ernte rum. Das ist eigentlich ganz gut, dann könnten wir entweder gucken, dass wir ein neues Feld pachten, was vielleicht sogar schon erntereif wäre. Dann würden wir uns einmal ansehen, sparen und das Ganze in den ganzen Gruscht. Ja, das wäre eine Idee. Sogar, vielleicht sogar das nebenan. Wir sind da drauf. Ist aber nicht gedüngt. Ja, und es ist auch nicht mehr so lange da, oder? Ja, doch. Da ist drauf Weizen. Oder die 122, da ist Gerste drauf, oder? Ja. Dinkelfeld wäre natürlich schön, wenn wir davon eins pachten könnten. Oder Jürgen muss mal das Schneidwerk irgendwie reparieren. Nicht mehr so gut in Schuss. Na, hallo? Hallo? Jo, Franz, was ist los? Hackschnitzelhänger und Holzhänger voll. Dann liefere ich beides runter. Jo, das passt. Soll ich schon Hackschnitzel befüllen? Ja, bei Ding auf jeden Fall. Holzkohle. Jo. Da muss man immer gucken, dass es voll läuft. Passt. Oh, bis dann. Gut. Tschüss. Bis dann, tschö. Der ist schon voll hier. Nein, noch nicht.
Kriegen wir vielleicht hier alles fertig jetzt voll mit der nächsten Drescherladung und dann können wir schon zum nächsten Feld umsetzen. Ich denke, es ist wirklich gerade ganz gut, als Team zu arbeiten. Da geht so manches einfacher. Und ich wäre eigentlich auch dafür zu sagen, man kauft sich noch eine Produktion. Aber aktuell ist es halt ein bisschen schwer, weil einfach zu viele Produktionen nicht angenommen werden. Ja, kaum einer hat ja eine Produktion. Wir haben zwar die ganzen Grundproduktionen, Karton, Paletten, Holzkohle, Leerpaletten, aber was nutzen wir die, wenn kein Abnehmer für die Paletten da ist? Was theoretisch auch interessant wäre, wäre natürlich irgendeine Produktion, wo du halt direkt verkaufen kannst. Da haben wir ja gestern in der Folge schon die Metzgerei thematisiert. Macht halt rein preistechnisch, wobei da könnte ich dann Wim gleich mal anrufen, wenn der wieder da ist. Und könnte ich den mal fragen. Wie es denn bei ihm ausschaut. Ob er denn da uns einen guten Preis machen würde. Aber je nachdem könnte man auch sagen, wir investieren mal in ein paar Schweine noch bei ihm. Damit er mal ein bisschen Produktionsstärke erhält, die Zucht richtig vorantreibt. Und wir dann von der Menge produzieren, die dafür für uns dann abfällt. Oh, ich habe was vergessen. Dann muss ich den Händler gleich auch noch anrufen. Das muss man nächste Woche machen. Hallo? Jo, Franz, du, ich habe gerade eine Überlegung. Kannst du morgen Feld 81 dreschen? Weil ich hätte da theoretisch einen Termin. Wo? Welches Feld dreschen? 81. Wo ist da? Morgen? Ja. Also ich würde wahrscheinlich gleich noch übersetzen zum anderen Feld. Ich denke, das kriege ich zeitlich noch hin. Aber dass du dann da morgen weitermachst. Jo. Aber ich müsste dann zu einem Termin Biozertifikatprüfung. Jo. Okay. Gut. Passt erstmal. Tschüss. Hast du die Bretterpaletten rausgekriegt? Bretterpaletten noch nicht. Ich bin erst unten angekommen. Ah ja, okay. Gut. Jo, viel Erfolg. Ciao. Tschüss.
Das geht alles in den Kontank rein. Stehen lassen. Geht ja mal nicht. Nehmen wir auch noch mit. Ja, übersetzen schaffen wir heute noch. Getankt werden muss wahrscheinlich dann nochmal. Weil ich gerade überlegen bin, ob ich den Rest vielleicht einfach bei uns ins Silo kipp. Das schauen wir dann mal. Händler, wollte ich mal gucken. Oben bei der Feuerwehrbahn waren die Einsatzzeiten viel zu lang. Hallo, oh, ich krieg gerade mal noch. Hallo? Ja, Volker hier, hi. Jo. Ja, warte mal. Ich muss überlegen, was ich von dir wollte. Ja, genau. Dein Namensvetter Müller. Stefan Müller. Er kam auf mich zu und hat gemeint, also der hat mir vor ein paar Tagen schon, Wochen, schon einen Antrag auf Bio-Zertifikatprüfung geschickt. Ja. Da müssen wir morgen mal vorbeigehen und es prüfen. Jo, können wir dann ja machen. Jo. Nur dass du Bescheid weißt. Ja. Was ist denn da los? Gut. Und wussten Sie, dass wir einen neuen Bürger in der Stadt haben? Wie? Wir haben einen neuen Bürger in der Stadt. Nur bei mir hat sich keiner vorgestellt. Ah, ich hatte ihm die Telefonnummer gegeben, aber vielleicht ist er noch nicht dazu gekommen. Das ist der Herr Charlie Kröger, falls Sie dann noch was von dem hören. Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Dann Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, ebenso. Tschüss. Ja, tschüss. So, dann, das haben wir gemacht. Dann absenden. Achso, der ist ja noch nicht ganz leer, gell? So. Aber dann stellen wir den schon mal rüber. Habe ich eigentlich Stroh eingelagert? Hatte ich mal irgendwie Stroh geerntet? Weiß ich gerade gar nicht mehr, weil wäre natürlich jetzt, wenn wir noch geerntetes Stroh haben, ganz gut für Sägewerk. Müssen wir ja keinen Hackschnitzel verballern. Können wir auch Stroh reinmachen. Ich meine aber, dass im Hof Heuschober, da müsste noch was drin sein. Das ist alles erntereif hier, ey. Zu krass. Können wir das ein Feld nach dem anderen pachten.
Ey, dass ich nicht zunehme, das ist so klar, gell? So viel wie ich zu Fuß unterwegs bin. Hin und her sprinten. Das ist ja gar keine Zeit zum Zunehmen. Mal nochmal kurz. Nee, machen wir auch nächste Woche. Im Schweinebauern telefonieren machen wir nächste Woche. Ich würde jetzt eigentlich noch gerne, oder ich hätte jetzt noch gerne, den Raps verkauft. Ich glaube, der Preis ist gar nicht mal so schlecht gerade. 67. Kriegen wir aber rein zeitlich nicht mehr hin. Hoffen wir mal, dass morgen der Preis immer noch so gut ist. Dann würde ich den Raps verkaufen fahren und mich dann mit Müller treffen, eventuell den Neumann noch abholen, dass wir dann zusammen die Bioprüfung machen. Also beim Stefan Müller oben, ob er denn das Bio-Zertifikat kriegt oder nicht. Ja, die Sachen aus dem Wald müssen natürlich auch noch weg. Aber ich denke, das machte Franz noch. Aber das Weizenfeld hier nebenan, das lacht mich schon ein bisschen an. Eine Option, ziemlich gut, schnell Geld zu verdienen. Wenn wir uns das noch pachten würden. Ich muss erstmal das andere Feld abstoßen dann. Also. Ja. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Schaut gerne bei Dark Race X YouTube vorbei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.